Mein Plan für Eureka war auf jeden Fall eine wärmere Platte zu machen. So eine Platte, die so ein bisschen temperaturmäßiger höher liegt. Also quasi von einer Februarplatte in eine Juniplatte. Im Sinne von einfach, ich wollte mehr Abtempo, also mehr Sachen, so ein bisschen so, die einfach ein bisschen mehr happy sind. Und ich wollte so ein bisschen die Quintessenz oder die unterm Strich die Aussage oder das Ergebnis ein bisschen ändern. Und das war bei der letzten Platte noch so ein bisschen, du bist doof. Und jetzt ist es eher, du bist doof, aber mir geht's gut. Oder beziehungsweise, du bist doof, aber ist mir egal. Oder du bist doof, aber ich bin cool. Ich habe einfach die Möglichkeit, ich wollte einfach die Möglichkeit wahrnehmen, viele, viele Songwriter kennenzulernen und viele tolle Songs zu schreiben und viele Leute kennenzulernen, die genau dasselbe machen wie ich, sprich einfach Songs schreiben. Und es gibt einfach tolle Songwriter in Los Angeles und es gibt tolle Leute in Nashville und es gibt, in London bin ich ja sowieso, zur Hälfte meiner Zeit wohne ich eigentlich in London und es ist schon meine zweite Heimat und da arbeite ich halt auch, die erste Platte ist auch in London geschrieben. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wo man ist, sondern einfach, wie man ist, dass man zum Beispiel mit offenen Augen durch die Welt geht und dann kann man zum Beispiel auch durch Marzahn gehen oder durch den Birkenwald. Und es fällt einem ganz viel ein, einfach weil man da ist und wach ist. Und manchmal ist man mit verschlossenen Augen und kann im inspirationsreichsten Teil der Welt sein und es fällt einem nichts ein. Und da ich englische Musik mache, ist es natürlich für mich immer von Vorteil, in englischsprachigen Räumen unterwegs zu sein. Da kann man auch dann einfach nur in der U-Bahn sitzen und es fällt einem, man hört irgendwas und denkt, wow, das ist ein guter Satz. Insofern inspiriert mich natürlich schon so der englische Sprachraum, wenn ich halt da bin. Deswegen bin ich so viel in englischsprachigen Räumen einfach. Wie der Florist zum Blumengroßmarkt geht. Die Geschichte zu My Heart Ain't That Broken ist eigentlich die, dass man sich das Herz nur selber brechen kann, wenn man es denn, oder lassen kann, wenn man es denn zulässt. Und in dem Lied entscheide ich mich dazu, es nicht zu tun. Und obwohl ich traurig bin, nicht so traurig zu sein. Ich bleibe so glücklich, dass ich immer noch weiter tanzen kann. I couldn't care less. Energy. Hit music only.